Schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Thomas Fröhlich. Ich bin der Bibliotheksleiter der Bibliothek an der Abteilung Rom des Deutschen Archäologischen Instituts und heiße Sie herzlich willkommen zu unserem heutigen Vortrag in der Reihe Die Insight, der jetzt in die zweite Runde geht aus römischer Sicht. Ich möchte ganz zu Anfang sagen, dass Sie gerne Fragen stellen können, jederzeit, nicht erst am Ende des Vortrages, sondern auch jetzt schon oder während der Vortrag läuft. Wir werden die dann notieren und dann zum Schluss in der anschließenden Diskussion auf diese Fragen zurückkommen. Stellen Sie Ihre Fragen also gerne jederzeit im Chat mit Klick auf das blaue Symbol unten rechts auf der Seite oder wenn Sie uns auf YouTube zuschauen, im YouTube-Chat zum Livestream. Wir sammeln, wie gesagt, die Fragen und besprechen sie nachher. Wenn Sie möchten, dass Ihr Name genannt wird, unterschreiben Sie bitte Ihre Frage einfach mit Ihrem Namen. Nun zum Thema. Wir hatten uns in der letzten Woche mit landschaftsarchäologischen Forschungen in Mittel- und Oberitalien beschäftigt, in Sesto Calende und Vetulonia, und befanden uns damit in der Eisenzeit, also in der ersten Hälfte des ersten Jahrtausends vor Christus. Heute geht es um frühchristliche und spätantike Archäologie, das heißt, wir rutschen ganz ans andere Ende der Zeitleiste dessen, was bei uns hier an der Abteilung Rom auf dem Programm steht. Vor einer Woche hatte Herr Dalli schon, unser erster Direktor, vielleicht war der eine oder andere vor einer Woche schon dabei, über die Geschichte unseres Instituts kurz gesprochen. Wir sind die älteste römische Abteilung, wir sind die älteste Abteilung des DAIW in Rom und gehen auf das 1829 gegründete Instituto di Corrispondenza Archeologica zurück. Dieses Institut hat sich von Beginn an auch um die spätantike Kunst und Archäologie gekümmert. Und eine wichtige Figur dabei war Giovanni Battista de Rossi, ein berühmter italienischer Epigraphiker und vor allen Dingen auch Christarchäologe, Vertrauter des Papstes Pius IX., der eben als Mitglied unserer damals internationalen Assoziation, also unseres archäologischen Vereins, sich um dieses Fachgebiet gekümmert hat. Seit 1874 kurz nachdem das Instituto di Corrispondenza zum Kaiserlich Deutschen Archäologischen Institut geworden war, wurden Reisestipendien auch für Christarchäologen und neben klassischen Archäologen ausgeschrieben. Und schließlich wurde in der Zwischenkriegszeit, also zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, 1925 Stellen für christliche Archäologen direkt an unserer Abteilung in Rom ausgeschrieben und besetzt. Der wohl berühmteste Christarchäologe, der bislang an unserem Institut gewirkt hat, ist der seit 1937 bei uns tätig gewesene Friedrich Wilhelm Deichmann, der die Christarchäologie und die frühchristliche Archäologie auf wohl eine neue methodologische, wirklich streng wissenschaftliche Basis gestellt hat. Jetzt aber einige Worte zu unserem Vortragenden heute Abend. Das ist Herr Dr. Norbert Zimmermann, der wissenschaftliche Direktor unserer Abteilung, zweiter Direktor, der christliche Archäologie, Kunstgeschichte und italienische Philologie in Bonn und Rom von 1988 bis 1994 studiert hat und dann anschließend nach München gegangen ist und dort noch bis 1989 an der Universität war und das schließlich mit einer Promotion an der Philosophischen Fakultät für Kulturwissenschaften sein Studium der spätantiken Archäologie abgeschlossen hat, mit einer Arbeit zu den Werkstattgruppen römischer Katakombenmalereien. Da sehen Sie schon, da sind wir schon im Thema, das dann 2002 publiziert worden ist. Danach hat es ihn zunächst 1998 schon nach Österreich verschlagen, indem er Teilnehmer wurde an der Ausgrabung in Ephesos mit Forschung zu den sogenannten Hanghäusern, zu den Wandmalereien von Ephesos und dem Zemeterium der Siebenschläfergrotte. In den Jahren 99 bis 2014 war er Mitarbeiter am Institut für Kulturgeschichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
Und daneben übt er von 2003 Lehrtätigkeiten an verschiedenen Universitäten aus: München, Mainz, Wien, Freiburg, Bonn, aber auch in Italien, in Rom und Florenz. 2015 erhielt er einen Startpreis des österreichischen Forschungsfonds, der ihn in die Lage versetzte, seit 2006 das Startprojekt zur Domitila-Katakombe zu leiten, von dem Sie noch hören werden, und in welchem klassische Forschungsansätze mit ganz modernen Technologien vereint werden, in ganz eindrucksvoller Weise, wie er Ihnen gleich selbst vorführen wird. Daneben stand immer sein Interesse generell für antike Malerei, und von 2007 bis 2013 war er Präsident der Internationalen Vereinigung für antike Wandmalerei, EIPMA. Zahlreiche Veröffentlichungen zu den Themen der frühchristlichen Kunst und Archäologie sowie zur Wandmalerei, durchaus nicht nur der Spätantike, sondern auch der Hohen Kaiserzeit, zeichnen ihn aus. Immer wieder kehren die wichtigen Fundorte Ephesos und Ostia in seinem Œuvre auf. Seit 2014 ist er nun wissenschaftlicher Direktor der Abteilung Rom, hat also Wien für Rom verlassen, hier am Deutschen Archäologischen Institut. Daneben leitet er die Redaktion unserer eigenen Schriftenreihen. In jüngerer Zeit hat er hier sich an einer Konferenz und jetzt auch an der Publikation dieser Konferenz beteiligt mit Kollegen der Bibliotheca Hertziana, also des Max-Planck-Instituts für Kunstgeschichte in Rom, zum Thema Import von Reliquien nach Rom in Spätantike und Mittelalter. Daneben stehen Studien zum Siebenschläferkult von Ephesos und dessen Export nach Mitteleuropa und speziell nach Italien. Und schließlich sind wir beide, also ich selbst und Norbert Zimmermann, zusammen in einem neuen Projekt tätig zur kollektiven Bestattung, in dem wir versuchen, ein wenig die frühe Kaiserzeit mit der Spätantike und mit den Katakomben in Verbindung zu bringen, unter dem Gesichtspunkt, wie kommt es eigentlich zu großen Gruppenbestattungen in einer antiken Großstadt wie Rom. Wie Sie vielleicht aus meiner Einführung genommen haben, ist Norbert Zimmermann eben wirklich einer, glaube ich, kann man sagen, heute der besten Katakombenkenner. Und er wird Sie jetzt mit seinem Vortrag in diese faszinierende Welt unter der Stadt Rom einführen. Der Vortrag trägt den Titel „Die römischen Katakomben: Neue Forschungen zur römischen Unterwelt von Armenbestattung bis 3D-Welten“. Bitte schön. Ja, Thomas, vielen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es freut mich sehr, dass ich heute einen Vortrag halten darf in dieser Reihe und aus Rom zu Ihnen sprechen kann. Ich teile jetzt einmal die PowerPoint und meinen Bildschirm und ich hoffe, dass Sie jetzt mein erstes Slide sehen können. Auf meinem Bildschirm ist es zu sehen, dann beginne ich nun einmal. Ja, wie gesagt, ich freue mich sehr, dass ich heute Abend Sie in die römische Unterwelt entführen darf, zu einer ganz speziellen Monumentengruppe, nämlich diesen römischen Katakomben. Bevor ich mit meinem eigentlichen Vortrag beginne, um es am Ende nicht zu vergessen, möchte ich sehr herzlich zunächst den Institutionen danken, die diese Arbeit ermöglicht haben. Das ist vorneweg die Pontificia Commissione, die Archaeologia Sacra, das ist die Institution vom Vatikan, die die Katakomben verwaltet und sozusagen Zugang gewährt und die Arbeiten kontrolliert. Dann den österreichischen Forschungsfonds FEF, der den Beginn vor allen Dingen dieser Arbeiten und über lange Strecken das Projekt finanziert hat. Meinen ehemaligen Arbeitgeber, die Österreichische Akademie der Wissenschaften, selbstverständlich, und unserem Projektpartner, die Technische Universität Wien, die die technischen Möglichkeiten geschaffen haben und zum Teil immer noch schaffen. Wir haben arbeiten dürfen mit Kolleginnen und Kollegen aus den Vatikanischen Museen, weil einige Funde, einige Wandmalereien sich in den Vatikanischen Museen gefunden haben, wiedergefunden haben. Ihnen ist zu danken und dann selbstverständlich natürlich dem Deutschen Archäologischen Institut Rom, das Träger jetzt der laufenden Forschung ist und an dem ich seit 7 Jahren forschen darf. Und selbstverständlich möchte ich allen Projektmitarbeiterinnen und allen, die dabei insgesamt geholfen haben, vorneweg sehr herzlich danken. Ja, es soll heute Abend gehen um die römischen Katakomben, neue Forschungen zur römischen Unterwelt, von Armenbestattungen bis 3D-Welten. Ich habe mir das so vorgestellt, dass ich in drei Teilen
die Zeit eingeteilt habe. Zunächst möchte ich einen kurzen Blick auf die Geschichte der Nutzung und Wiederentdeckung der Katakomben werfen. Dann einen zweiten Teil verschiedene Blicke, historische Blicke auf die Katakomben mit Ihnen anschauen vom 17. Jahrhundert über das 19. Jahrhundert und das 20. Jahrhundert, wo man die Katakomben ganz verschieden wahrgenommen hat und ganz verschieden erforscht hat. Und dann schließlich bei den aktuellen Forschungen in einem abschließenden Teil, wo es dann auch um Hightech und verschiedene Möglichkeiten der digitalen Arbeitsweise in diesen Monumenten gehen soll. Zunächst einmal zu den Katakomben selbst. Es ist natürlich, die Katakomben selbst sind faszinierende Monumente und sie haben seit jeher Pilger und Touristen gleichermaßen in ihren Bann gezogen, weil sie unheimlich unmittelbare Authentizität vermitteln. Wenn man aus dem Lärm der Großstadt hinuntersteigt in die Stille der Katakomben, in diese dunkle Unterwelt, hat man den Eindruck, man gelangt durch den Abgang, durch diese Treppen direkt in die Spätantike hinein und man taucht sozusagen in den direkten Kontakt mit der Antike hinein. Das sollen diese ersten vier Bilder vermitteln. Das sind also Räume, die manchmal sehr groß sein können, wie die unterirdische Basilika, die Sie oben sehen. Die allermeisten Bereiche der Katakomben sind einfache, engste Gänge, wie Sie das rechts im Bild sehen, die rechts und links Graböffnungen offen stehen haben. Es gibt immer wieder vollständig ausgemalte Räume oder Gangsektionen, wie Sie das links unten sehen. Und immer wieder neben den einfachsten Grabformen auch aufwendige Gräber, die etwa als Bogengräber zum Teil mit Wandmalerei gestaltet sind. Das ist so ein erster Eindruck, diese faszinierende Welt der Katakomben. Ich möchte aber beginnen mit zwei Zeitzeugen, die ihren Eindruck direkt vermittelt haben. Der erste, den ich zitieren möchte, ist der heilige Hieronymus, der in Rom studiert hat. Also er stirbt 420, also nachdem er den Großteil seines Lebens im Heiligen Land verbracht hat, wo er die Bibel in Bethlehem übersetzt hatte. Und er berichtet authentisch aus seiner Studienzeit in Rom. In meiner Jugend, als ich in Rom das klassische Studium absolvierte, war es mir mit Gleichaltrigen zur Gewohnheit geworden, an jedem Tag des Herrn die Gräber der Apostel und Märtyrer zu besuchen. Wir betraten die tief unter der Erde ausgegrabenen Grüfte, wo auf beiden Seiten der Galerien die Toten begraben liegen und es dermaßen dunkel ist, dass sich beinahe des Propheten Wort erfüllt. Sie gehen lebendig in die Unterwelt. Das von oben kommende Licht mildert kaum hier und da den Schauer der Finsternis, da es sich weniger um ein Fenster als um ein Loch handelt, welches das Tageslicht hinablässt. Dann gingen wir weiter in einer Nacht versunken, die, an dem Vergil Vers mahnt, überall flößen Schauer und stille Schrecken in unsere Seele. Das ist insofern interessant, weil einerseits Hieronymus Vergil zitiert und den Abgang in die Unterwelt. Andererseits aber diese eigenartige Stille und sozusagen fast heilige Atmosphäre einfängt. Und die Gewohnheit, dass man um die Mitte des 4. Jahrhunderts oder in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts die Gräber der Heiligen, also der Apostel und der Märtyrer, besuchte. Die waren also schon freigestellt, die wurden schon verehrt und wurden speziell aufgesucht. Also für die frühe Kirche waren die Katakomben schon damals ein Pilgerort und ein Wallfahrtsort, wo man hinging, um bei den Gräbern der Apostel zu beten. Das zweite Zitat, das ich mindestens genauso spannend finde, stammt ausgerechnet von Julian Apostata, also dem Kaiser, der in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts für eine kurze Zeit noch einmal versucht hat, das Rad der Geschichte zurückzudrehen und sich wieder dem Heidentum zugekehrt hat. Und er reflektiert darüber, was eigentlich die Christen so besonders gemacht hat und warum die Christen sich so unheimlich schnell, so unheimlich tief in der Gesellschaft verbreitet haben. Und er schreibt in einem Brief, benennt er die Gründe, die zum Erstarken des Christentums geführt haben, neben weiteren Beispielen ihrer Menschenfreundlichkeit nennt er ganz ausdrücklich die Armenfürsorge allgemein und dann ganz speziell die Sorge für die Bestattung. Also genau dass die christliche Gemeinde sich um alle Verstorbenen kümmerte und im Zweifelsfall die Unkosten für die Bestattung übernahm, ist ganz konkret für Julian Apostata ein Grund, warum das Christentum sich so schnell hat verbreiten können. Und das ist in Rom natürlich genau in diesen Katakomben passiert. Das sind eigentlich diese Plätze, wo die Armenbestattungen stattgefunden haben. Das wirft vorneweg ein sehr interessantes Licht auf
die Katakomben und auf die Bedeutung, die antike Zeitgenossen ihnen gegeben haben. Werfen wir nun einen kurzen Blick auf die Forschungsgeschichte und den Forschungsstand. Sie sehen den Plan der Stadt Rom vor sich, hell hervorgehoben das Stadtzentrum und an den Ausfallstraßen, die in alle Richtungen die Stadt verlassen. Alle Plätze, die Sie hier unterstrichen sehen, fast über 70 Anlagen, sind diese Katakomben. Es handelt sich um unterirdische Grabanlagen, die Zemeterien der frühchristlichen Gemeinde. Wir kommen in diesen etwa 70 Katakombenanlagen auf eine insgesamte Länge von unterirdischen Gängen von über 170 Kilometern, also eine unheimliche Länge. Wir kennen heute eine Gruppe von ungefähr 400 Malereien. Das können also sowohl ganze Grabräume sein oder auch einzelne Wandpartien, einzelne Gräber, die durch Malerei hervorgehoben sind. Aus den Katakomben stammen über 41.000 christliche Inschriften. Das heißt, das ist der größte Schatz an Inschriften überhaupt, der in einem Komplex sozusagen zusammen gefunden worden ist und natürlich intensiv Auskunft gibt über Glauben und die Hoffnung der in den Gräbern Bestatteten. Wir wissen, dass die Katakomben ungefähr 200 Jahre genutzt wurden für Bestattungen, also wirklich als Begräbnisorte, und zwar ungefähr vom frühen 3. Jahrhundert bis ins beginnende 5. Jahrhundert, also rund von 200 bis 400 nach Christus. Und das sind also die Bestattungsorte der frühchristlichen Gemeinden. Dann sind es Orte der Märtyrerverehrung, weil die besonders die Verfolgten der Christenverfolgung, der diokletianischen Verfolgung, also besonders Soldatenmärtyrer der letzten Christenverfolgung 303 bis 305 in diesen Katakomben bestattet wurden. Und so sind die Katakomben Orte oder ein Spiegel der Transformationsprozesse der Spätantike, weil sie genau an der Grenze stehen zwischen der klassischen Antike und dem aufkommenden Christentum. Man kann die Entwicklung und Nutzungsphasen der römischen Katakomben in drei Phasen unterteilen, die ich Ihnen kurz vorstellen möchte. Das erste wäre der Beginn und die Etablierung kollektiver unterirdischer Bestattungsanlagen im 3. Jahrhundert. Da sind die Katakomben relativ klein noch und entwickeln sich überhaupt erst. Die zweite Phase ist die Monumentalisierung ab dem frühen 4. Jahrhundert mit der konstantinischen Wende, also diesem wichtigen Ereignis, bei dem erstmals ein Kaiser sich unter den Schutz des Christengottes stellt und dadurch Rom erobern kann. Und ab diesem Augenblick ist der römische Staat sozusagen dem Christentum zugetan, und das merkt man in den Katakomben sofort durch eine weitgehende Monumentalisierung. Das ist das frühe 4. Jahrhundert. Und zum Schluss als dritte Phase ein Bedeutungswandel vom Ort der Bestattung zum Ort der Wallfahrt und der Verehrung der Märtyrergräber. Sobald die Stadt Rom die Einwohnerzahl sinkt und nicht mehr so viel Bestattungsraum gebraucht wird, werden die Katakomben aufgegeben, aber sie werden immer wieder noch aufgesucht, um die Märtyrergräber zu verehren. Das passiert ab der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts. Schließlich werden in der Völkerwanderungszeit, in der Zeit der Gotenkriege und dann ein wenig später, sind diese Orte für die Verehrung der Märtyrerreliquien nicht mehr sicher. Man birgt die Reliquien im Frühmittelalter in die städtischen Kirchen, und damit haben die Katakomben jegliche Nutzung verloren, und sie werden fast vollständig vergessen, bis sie in der frühen Neuzeit wiederentdeckt werden. Werfen wir einen Blick auf das Aussehen dieser Katakomben in der ersten Phase, also am Beginn und in der ersten Phase der Etablierung solcher kollektiver unterirdischen Bestattungsanlagen im 3. Jahrhundert. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie diese Katakomben beginnen. Das eine ist, dass sie aus aufgelassenen Steinbrüchen, sogenannten Arenaren, die weitergenutzt werden, entstehen. Sie sehen hier das Beispiel der Priscilla-Katakombe. Sie sehen ein Durcheinander an Gängen, die nicht systematisch angelegt sind, die sehr weit sind, und zwar mit einem runden Schnitt sind diese Gänge angelegt, weil man so viel Erdmaterial, also Tufferde, herausnehmen wollte. Und sobald dieses Arena ausgeschöpft war, hat man dann darin gestattet. Und Sie sehen, alles, was dunkel hervorgehoben ist, sind Stützmauern, weil die Gänge so weit waren, dass sie einzustürzen drohten. Das wäre also eine Möglichkeit für die Entstehung von Katakomben. Die zweite Möglichkeit ist, dass alte Zisternenanlagen nachgenutzt werden. Sie sehen das Beispiel der Prätestato-Katakombe. Das ist die sogenannte Spelunca Magna, also ein riesiges Zisternenareal, ein riesiger langer Zisternengang, der nachgenutzt wird, an dem sich Gänge und Kammern anlagern. Aber das normalste
System, in dem Katakomben entstehen, ist das sogenannte Fischgräten- und Rostsystem. Sie sehen drei Beispiele dafür, wie aus regelmäßig entstandenen, auf Rechteckflächen entstandenen Gangnetzen frühe Katakombenkerne zu erkennen sind. Das linke Beispiel ist die berühmte Area Prima, also die erste Region der Kallistus-Katakombe. Zwei Treppenanlagen, die hinabführen und in das sogenannte Rostsystem, also wo zwei Hauptgänge rechts und links liegen und durch Quergänge miteinander verbunden sind. Sie können sehr schön sehen, dass der oberirdische Besitz in einer rechteckigen, also in einer längsrechteckigen Besitzscholle mit eines Grundstückes sich auch unterirdisch abdrückt. Das Beispiel der Priscilla-Katakombe in der Mitte, im zweiten Beispiel, sehen Sie durch einen Hauptgang nach rechts und links abgehende Gänge, das ist also das sogenannte Fischgrätennetz, und auch in der Pamphilo-Katakombe auf der rechten Seite drückt sich sehr gut aus, dass man ursprünglich von einem rechteckigen Grundbesitz oberirdisch ausgegangen ist und den unterfangen durfte. Nach römischem Besitzrecht ist der oberirdische Grundstückbesitz identisch mit dem Besitz darunter. Und das Interessante, was man hier auch sehr leicht sehen kann, ist, in aller Regel sind diese frühen Katakombengänge beinahe frei von aufwendigen Grabräumen, also sogenannter Cubicula, eigentlich Schlafkammern, die Sie im Grundriss ganz leicht erkennen können. Wir haben also es fast ausschließlich mit Gängen zu tun, die für die einfachste Form der Bestattung gedacht sind, nämlich für sogenannte Loculusgräber in einfachen Armengängen. Und das sehen Sie hier, ein typisches Beispiel dafür, wie das aussieht, aus der Priscilla-Katakombe in dem Fall, also Galerien, die mit sogenannten Loculi, also kleinen Grabplätzen, eigentlich Rechtecknischen, die mit einfachsten Materialien wie hier Ziegeln verschlossen werden, die in aller Regel die Größe der Leichname, in der Größe der Leichname ausgehoben werden, dann direkt auch verschlossen werden bei der Bestattung. Und der allergrößte Anteil aller Katakombengänge und der allergrößte Teil von Katakomben überhaupt besteht genau aus diesen Gängen, die also ganz konkret für Armengräber angelegt worden sind. Das wäre also unsere erste Phase gewesen. Eine Reihe von Katakomben entstehen als Kernanlagen in diesen ganz einfachen Gangnetzen. Die zweite Phase, also ab der konstantinischen Wende, die ich gerade eben schon genannt hatte, die ich mit dem Begriff Monumentalisierung verbunden habe, können Sie hier sehr schön nachvollziehen. Die Kallistus-Katakombe, die Area Prima, ist das rot eingerahmte, der rot eingerahmte Bereich. Also das dritte Jahrhundert über hat dieser kleine Bereich ausgereicht. Und sobald es zur konstantinischen Wende kam, platzt die Katakombe sozusagen unterirdisch und die Anzahl der Christen nimmt stark zu. Und Sie können auch sehr schön sehen, die Anzahl der Cubicula, also von Grabkammern, wo private Besitzer sich einen ganzen Raum unterirdisch gekauft haben und für ihre Familien wahrscheinlich diesen Grabplatz dann genutzt haben, steigt entsprechend an. Also wir haben eine Zunahme auch von reichen Bestattungen, aber trotzdem der allergrößte Bereich sind diese weit verzweigten Gangnetze, die sich um den Kernbereich herumscharen. Zwei weitere Beispiele dafür, Katakombe Marcellino Pietro, auch hier in dem rechteckigen, hervorgehobenen Bereich, das ursprüngliche Galerienetz, also ein ganz kleiner Bereich des dritten Jahrhunderts, in dem es kaum Cubicula, also kaum Grabräume gibt, also ein typischer Bereich für Armenbestattung. Und im vierten Jahrhundert entsteht diese riesige Katakombenanlage darum herum, in der es auch ausführliche, also eine große Anzahl von Grabräumen mit Malerei dann noch gibt. Auch dieses Phänomen der Monumentalisierung im vierten Jahrhundert. Ein letztes Beispiel dafür, die Domitilla-Katakombe, auf die wir häufiger noch zu sprechen kommen. Ein riesiges Gangnetz, über 12 Kilometer Gänge unter der Erde, die 5 Kernanlagen, die man ganz früh ins dritte Jahrhundert datieren kann, die also sozusagen der Katakombe vorangehen, habe ich auch hier eingerahmt. Und das sind die Kernanlagen, die im vierten Jahrhundert zusammenwachsen unterirdisch, vorwiegend in 2 Stockwerken zu einer riesigen Grabregion. Können Sie sehen, also der erste Kern, der zusammenwächst, den habe ich hier nochmal frühen vierten Jahrhundert herausgehoben, aber über das vierte Jahrhundert wächst es also weit, weit über diese Grenzen hinaus, sodass wir also richtig gehend unterirdische Totenstädte haben, die in dieser Monumentalisierungsphase entstehen und Tag ein, Tag aus zur Bestattung genutzt werden. Die dritte Phase bedeutet den Wechsel von Bestattungsort zum Pilgerort. Ein Papst Ende des 4. Jahrhunderts, Damasus,
hat systematisch die Märtyrergräber der Verfolgungszeit gesucht, Gedichte für sie gedichtet, sie in Marmortafeln anbringen lassen. Er hat kleine Kapellen eingebaut, also die Grabräume erweitert, solche Schrankenanlagen. Sie sehen hier ein Beispiel, die berühmte Papstgruft aus St. Callisto, also aus der Calixtus-Katakombe, wo die Bischöfe des 3. Jahrhunderts ihre letzte Ruhe gefunden haben. Die werden also Ende des 4. Jahrhunderts in dieser Gruftanlage zusammengefasst. Eine Schrankenanlage eingebaut, Säulen aufgestellt, eine Marmorinschrift angebracht und ein richtiger Pilgerort für Verehrung wird dort geschaffen. Wir kennen etliche von solchen Anlagen der damasianischen Zeit in den Katakomben. Wir haben eine Auswahl von fünf wenigstens, die alle relativ ähnlich aussehen, also mit Säulenstellungen, mit Schrankenanlagen, mit einer Inschrift und dann häufig allerdings heute zerstört, auch mit einer Malerei geschmückt sind. In der Komodilla-Katakombe über dem Grab von Felix und Adauktus, das sind die beiden Titelheiligen dieser Katakombe, war die Malerei in Spuren jedenfalls noch erhalten. Da treten die beiden Heiligen selbst auf und verehren ein Christogramm, also das Zeichen Christi über dem Grab. So wäre also so eine damasianische Inszenierung. Das ist also genau der Moment, wo die Katakomben nicht mehr als Bestattungsort, sondern als Pilgerort benutzt werden. Es sind auch mittlerweile diese Pilgerwege in den Katakomben gut erforscht. Sie sehen hier das Beispiel der Calixtus-Katakombe. Also Wallfahrt fand dann so statt, dass man an einer Seite in die Katakombe hinabgehen konnte. Die Gänge, in denen früher bestattet wurden, waren abgeschlossen. Man durchschritt die Katakombe und konnte die Orte, an denen Märtyrer bestattet war, die also durch eine Inschrift, durch einen Lichtschacht, durch eine Malerei hervorgehoben waren. Dort konnte man diese Märtyrer verehren. Und man wurde dann auf der anderen Seite wieder herausgeleitet. Das waren sozusagen große Ringkrypten, damit es nicht zu Stau kam unter der Erde. Ein anderes Beispiel noch dafür aus der Katakombe Marcellino Pietro. Sie können das sehr schön sehen. Oberirdisch ist eine Grabbasilika, aus deren Apsisbereich man hinabgehen konnte, den ursprünglichen Grabort verehren konnte. Und auf der anderen Seite konnte man nach einem Gang durch die Katakombe auch wieder heraustreten. Das wären also unsere drei Hauptnutzungsphasen der Katakomben vom frühen 3. bis ins späte 4. Jahrhundert und auch dann darüber hinaus. Und wie ich bereits angedeutet habe, werden die Märtyrer-Reliquien aus Sicherheitsgründen aus den Katakomben dann geborgen und in die Stadtkirchen verbracht. Und im Frühmittelalter fallen die Katakomben dadurch in vollständige Vergessenheit, da sie keinen Nutzen mehr haben und alle ihrer Aufgaben beraubt sind. Die Katakomben sind in der Kunstgeschichte für die Archäologie ganz allgemein, aber auch natürlich für die katholische Kirche oder für die Theologie deswegen so unendlich wichtig. Sie haben einige Alleinstellungsmerkmale, nicht nur, weil sie unterirdisch gut erhaltene Friedhöfe sind, sondern weil sie dieses große, große Korpus von über 40.000 Inschriften geborgen haben, die eindrücklich Zugang geben in den Wandel der spätantiken Sepulkralkultur und in den Mentalitätswandel, auch der sich in den Inschriften sehr gut ausdrückt. Und dann vor allen Dingen auch wegen ihrer Wandmalereien, diese christlichen Malereien, dokumentieren nämlich die Entstehung und die Entwicklung einer christlichen Bilderwelt, also ungefähr vom frühen 3. bis ins frühe 5. Jahrhundert. Und genau aus dieser Phase haben wir oberirdisch keine Malereien erhalten. Es ist also genau das erste Auftreten christlicher Bilder, zumindest in der westlichen Kunst, ist in der Katakombenmalerei dokumentiert. Und dadurch haben wir sowieso schon mal eine ganz besondere Aufmerksamkeit auf diesen Monumenten, weil sie ganz einzigartigen Schatz an frühchristlichen Dokumenten enthalten. Man kann jetzt diese Wandmalereien, die sich dort erhalten haben, auch in unsere drei Phasen einspiegeln. Also zumindest ganz kurz möchte ich das tun, warum sie für uns so wichtig sind, diese Malereien. Hier ist eine sehr frühe Malerei zu sehen, sogenannte Sakramentskapelle, also aus St. Callisto, aus dieser Area Prima, wo zum ersten Mal Bilder, christliche Bilder um diese Graböffnung herumgemalt werden. Und ich möchte nur zwei Bilder ganz kurz zeigen. Sie sehen auf der linken Seite, auf der einen Seite ein alttestamentliches Bild, das Abrahamsopfer, und darunter aus dem Neuen Testament die Lazaruserweckung. Und beide Bilder haben im Verlauf des 4. Jahrhunderts eine andere Bildform gefunden. Sie sehen also das Opfer Abrahams auf der rechten Seite, Abraham hoch erhoben mit dem Opferschwert in der Hand, dem Altar daneben, der schon brennt, und seinem Sohn Isaac daneben stehend. In der Urform, in der ersten Form, stehen alle linear nebeneinander aufgereiht in diesem oranten Gestus, und man
spürt sozusagen, dass der Maler zum allerersten Mal versucht hat, eine Bildformel zu erfinden für den Bibeltext und zum allerersten Mal die Figuren aufeinander gereiht hat. Dieses Bild ist sozusagen so nur ein einziges Mal gemalt worden, hat sich dann zu einer Standardform entwickelt. Genau das gleiche ist der Fall bei der Lazarus-Erweckung darunter. Hier sehen wir, wie Jesus Lazarus, der schon 3 Tage tot ist, aus seinem Grab herausruft. Der kommt auch direkt, antwortet direkt, kommt aus dem Grab herausgegangen. Etwas später ist die Bildformel dann ganz normal, wie wir das rechts unten sehen. Christus hat seinen Wunderstab in der Hand, mit dem er Lazarus an der Stirn berührt. Lazarus steht als Wickelmumie da. Diese Wickelmumie ist die Form, in der bestattet wurde. Also man band die Verstorbenen in solche, wickelte sie ein in solche Leinenbänder. Und genau so sehen auch die Leichname aus, die in den Katakomben bestattet werden. Es ist also äußerst sinnvoll, sich so darstellen zu lassen über dem Katakombengrab, weil man genau diese Hoffnung hat, wie Jesus Lazarus zum Leben erweckt hat, so möchte man natürlich selbst wieder erweckt werden. Aber Sie können sehr schön sehen, in dieser ersten Phase der Katakombenmalerei sehen wir sozusagen die Experimentierphase und die ersten Versuche einer Illustration des Bibeltextes. In der zweiten, in der Monumentalisierungsphase im frühen 4. Jahrhundert, kommt es dann zu wesentlich größeren Bildern. Die Bilder sind also fast doppelt, dreifach so groß. Und es werden auch andere Bilder gemalt, zum Beispiel das Bild der Magieranbetung. Sie erkennen vielleicht die 3 Magier, die zu Maria, die auf einem Thron sitzt und das Jesuskind hält. Dieser rote Thron, auf dem sie sitzt, und überhaupt die ganze Ikonografie, ist direkt der Kaiserikonografie entlehnt. Also der Kaiser selbst thront, Jesus sozusagen thront auf Maria. Und es kommen sozusagen 3 Barbaren, die ihre Geschenke bringen, so wie das auch die Barbaren, Entschuldigung, auf den Triumphalmonumenten tun. Also die Magier sind hier als Phryger mit phrygischen Mützen gezeigt. Und genau diese Elemente kommen alle aus der Kaiserikonografie. Und es ist natürlich nicht sinnvoll, weil man kann sich kaum vorstellen, dass die Christen die Verehrung Jesu genau so gestaltet hätten, wie der Kaiser gestaltet ist, der sie gerade noch aufs Leben verfolgt. Also es ist sehr sinnvoll anzunehmen, dass diese Bildformen auch erst gefunden werden nach der konstantinischen Wende. Und sozusagen diese Monumentalisierung der Bilder findet auch in den Katakomben statt, in der Ikonografie, etwa der Magieranbetung. Und schließlich der Bedeutungswechsel zum Bestattungsort, vom Bestattungsort zum Pilgerort, ist sehr anschaulich in einem Deckengemälde in der Katakombe Marcellino Pietro, dieses wunderschöne Deckengemälde, sogenannte, oder wird angesprochen auch als eines der letzten Bilder, was überhaupt in der Katakombe gemalt sind. Und Sie sehen, hier geht es nun überhaupt nicht mehr um persönliches Heil, sondern Christus selbst thront. Die Heiligen der Stadt, Petrus und Paulus, flankieren ihn und unten darunter sind die Heiligen der Katakombe, die Märtyrer, die in der Katakombe verehrt werden, nun aufgereiht, verehren sowohl das Lamm Gottes wie auch Christus selbst. Und das ist eindeutig ein Bildprogramm, was nicht für eine Katakombe entstanden ist, sondern was man abgemalt hat aus einer Apsis, aus einer Kirchenapsis. Darf man jedenfalls sehr stark annehmen. Und hier merkt man, dass die Katakombenkunst in dieser späten Phase alles aufgenommen hat, was Märtyrerverehrung ausmacht und es nicht mehr um das persönliche Heil eines einzelnen Bestatten geht, sondern hier geht es um die Verehrung der Märtyrer. Sozusagen haben wir in dem Bogen, den die Katakombenmalerei beschreibt, auch die 3 Phasen der Katakombenentwicklung abgezeichnet. Diese Blicke, die wir jetzt bereits auf die Forschungsgeschichte, auf die Bedeutung der Katakomben geworfen haben, wurden in der Geschichte der Katakombenforschung ganz, ganz anders geworfen. Und ich möchte zumindest 2 Phasen Ihnen beschreiben, vorstellen, um ein Gespür vielleicht auch dafür zu geben, wie unterschiedlich man mit den Katakomben umgegangen ist im Laufe der Geschichte. Der erste Blick, der erste, dem ich mich widmen möchte, ist Antonio Bosio. Das ist sozusagen einer der großen Entdecker der Katakomben im frühen 17. Jahrhundert, im Zeitalter der Gegenreformation. Und zwar ist es am 31.05.1578 rein zufällig in einem Weinberg an der Via Salaria, in dem Arbeiter gearbeitet haben. Hier sehen Sie eine historische Aufnahme von so einem Weinberg in der Via Salaria. Das ist vom späten 19. Jahrhundert, diese Fotografie. Aber das wird 300 Jahre vorher nicht sehr viel anders dort ausgesehen haben. Diese Weinbergarbeiter brachen ein und fanden sich auf einmal in einer Katakombe, die erstaunlicherweise mit christlichen Bildern voll war. Also man sah
christliche Bilder an den Gräbern gemalt. Das war ein Ereignis tagespolitischer Bedeutung, weil es genau in dem Augenblick zu diesem Fund der Bilder kam, als die katholische Kirche sich mit der Reformation auseinandersetzte und die Bilderverehrung ja dort besonders kritisiert wurde, unter anderem. Aber ein wichtiger Punkt war die Kritik an der Verehrung der Bilder und der Zweifel daran, dass es eine frühchristliche Praxis war, die schon auf die Apostel zurückgehen könnte, überhaupt Bilder zu haben. Und das schien der Papst also in seinem Kirchenstaat im Herz der Stadt Rom gefunden zu haben, nämlich Katakomben, die solche Bilder bezeugten. Es kam dann im späten 16. Jahrhundert zu ersten Kopien von solchen Katakombenmalereien, von denen Sie hier einige Beispiele sehen, aus der sogenannten Anapokatakombe, also Flamen, zwei Flamen besonders haben sie kopiert. Und als man diese Katakombe im frühen 20. Jahrhundert wiederfand, konnte man die dann auch wieder zuordnen, so wie ich das hier mit den eingekastelten Darstellung Jonas auf der einen Seite und dann eine Versammlung der Apostel mit Christus in der Mitte unten getan habe. Aber der eigentliche Entdecker dann, der angespornt von dieser ersten Entdeckung einer Katakombe sich auf die Suche machte, systematisch nach allen Katakomben, war Antonio Bosio, der von 1575 bis 1629 lebte und ein monumentales Werk hinterlassen hat, seine Roma Sotterranea. Das ist ein enormes Werk, was posthum ist, 1629 gestorben, aber 1632 erschienen. Und in diesem Werk hat er systematisch alle Katakomben, die er fand, also gut ein Drittel der Katakomben, die wir heute können, hat er damals schon erforscht. Er hat sie beschrieben, er hat sie einzeln analysiert und er hat vor allen Dingen ein Tafelwerk stechen lassen oder für Abbildungen sich um Abbildungen gekümmert, die einerseits Geschichten erzählen, nämlich so, wie Sie das hier sehen, also ein Moment der Bestattung, das ist das Frontispiz, wie man sich das vorstellte, wie bestattet wurde, aber dann ist es vor allen Dingen ein Werk, in dem systematisch alle Malereien, die er gefunden hat, wiedergegeben wurden in diesen Stichen, die in einer unendlichen Qualität und mit einer unheimlichen Feinheit die Malereien selbst wiedergeben. Und zwar können Sie das sehen, die Grabräume sind hier aufgeschnitten. Sie sind mit einem Maßstab versehen, sie haben die Himmelsrichtung ist angegeben und jedes einzelne Grab können Sie zuordnen. Und Sie können die Anlage jeder Malerei sehen. Die einzelnen Wände wurden dann in einzelnen Stichen beigegeben, sodass man heute oder auch damals schon den Raumeindruck nachvollziehen konnte und sozusagen das Zusammenwirken von Raum und Bild direkt nachvollziehen konnte. Also wir haben hier links die Eingangswand, die Hauptwand mit der Decke darüber und die rechte Wand und die Arkosolbögen, also die Bögen, die man in der Ansicht der Wände nicht sehen konnte, sind immer darüber angeordnet. Jedenfalls sind alle Malereien abgebildet und ausführlich beschrieben. Das ist also ein hochinteressantes Werk, was rein analytisch ist und was sozusagen die erste Dokumentation aller Katakomben ausmacht. Dadurch hat Bosio eine ganz, ganz besondere Stellung innerhalb der Katakombenforschung, weil es schon im frühen 17. Jahrhundert eine Komplettpublikation der Katakomben gegeben hat. Er hat seinem Werk wurden auch Pläne beigegeben, die vermessungstechnisch für diese Zeit Meisterwerke sind, wie Sie hier auch sehen können, also im maßstabsgetreu mit Nordpfeil und genauer Beschreibung. Das ist aber nicht der Bosius-Ansatz, ist nicht der einzige Ansatz, der im Werk zu Trage kommt, also dieser illuministische, am Monument interessierte, sondern es hat ein Vorwort gegeben zur Edition von Giovanni Severani da San Severino, der ist Priester der Kongregation des heiligen Filippo Neri und hat das Werk, also die Roma Sotterranea, nach Bosius Tod herausgegeben und bezeichnet in seinem Vorwort die Katakomben als die Arsenale, in denen die Waffen zum Kampf gegen die Ketzer bereit liegen. Insbesondere gegen die Ikonoklasten, die die heiligen Bilder bekämpfen, von denen diese Friedhöfe übervoll sind. Und die Ikonoklasten sind hier ganz eindeutig, mit den Ikonoklasten sind die Protestanten gemeint, die nämlich ja die Bilder angreifen. Also im Weiteren werden die Katakomben als Miniere, also als Bergwerke bezeichnet, in denen man diese Märtyrerreliquien und die Zeugen Christi auch abbauen kann. Das ist die zweite wichtige Bedeutung. Also einerseits sind die heiligen Bilder dort, andererseits tritt die Meinung auf, dass man die Katakomben in den Katakomben regelrecht die Märtyrerreliquien abbauen kann. Und das geschieht dann auch die nächsten 200 Jahre über.
Die Katakomben werden durchstöbert. Es gibt ein Amt beim Vatikan, die sogenannten Corpi Santari, wo offiziell Gräber geöffnet werden, weil man der Ansicht ist, dass alle Verstorbenen, die in Katakomben bestattet sind, verfolgte Märtyrer der Verfolgungszeit sind. Und dieser Stich des 19. gibt vielleicht einen Eindruck davon, wie das zugegangen sein mag. Mit Fackeln ist man eingedrungen, hat die Gräber geöffnet, man hat die Namen abgeschrieben, man hat die Knochen geborgen und die wurden vor allen Dingen nördlich der Alpen als Reliquien verkauft und verbracht. Ein Beispiel kennen Sie vielleicht selbst aus München, aus dem alten Peter. Hier ist die heilige Mundizia seit 1675 verehrt. Und sie hat sogar noch ihre, also sie ist dort als Jungfrau Christi mit Gold überzogen. Die Knochen sind aber sichtbar gelassen, sodass man wahrnehmen kann, dass es sich um eine Heilige aus den Katakomben handelt. Aber insbesondere interessant ist, dass man sogar den Inschriftenstein aus der Katakombe mitgeliefert hat, um sozusagen die Authentizität dieser Katakombenheiligen zu belegen, weil man damals glaubte, dass es sich um Reliquien handelt und um echte Märtyrerknochen. Das war also der Blick im Zeitalter der Gegenreformation, Arsenale zur Verteidigung des Glaubens und Miniere, Steinbruch oder Bergwerk zum Abbau von Reliquien. Wenden wir uns jetzt im 19. Jahrhundert zu, um die Mitte des 19. Jahrhunderts. Wir haben gerade eben schon gehört von Giovanni Battista di Rossi, der dann auch Membro des Istituto di Correspondenza war, eigentlich ein Epigraphiker, der oberhalb der Callistus-Katakombe ein Inschriftenfragment fand, von dem er wusste aus mittelalterlichen Quellen, dass es zur Grablege und zum Verehrungsplatz der frühen Bischöfe, der frühen Kirche, der römischen Kirche gehörte. Er hat dann Ausgrabungen veranstaltet und hat tatsächlich die sogenannte Papstgruft in San Callisto finden können. Auch er hat eine Reihe von Verdiensten sich dann erworben. Er ist sozusagen der Gründer der modernen christlichen Archäologie. Auch sein Hauptwerk hieß La Roma Sotterranea in Anschluss an Bosio. In drei Bänden ist es erschienen. Also er hat nicht nur die Papstgruft in San Callisto entdeckt, er hat auch die Inschriften gesammelt, ist also die erste großartige Sammlung von christlichen Inschriften, das Werk der Roma Sotterranea und dann auch eine eigene Fachzeitschrift. Was ihn aber für uns so interessant macht, er hat also Bilder, die Katakomben gründlich analysiert und sozusagen wissenschaftlich analysiert. Wir sehen hier also erste Darstellungen von Schnitten durch die Katakombe. Wir sehen auf der linken Seite die Via Appia und in verschiedenen Schichten die Calixtus-Katakombe eingefügt. Giovanni Battista di Rossi war aber zugleich so etwas wie der Leibarchäologe von Pius dem IX. Pius der IX. Ist der Papst mit dem längsten Pontifikat. Fast die gesamte Hälfte, zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und es ist der Papst, der letzte, bevor Italien zur Einheit findet und das Gebiet des Kirchenstaates, auf den der heutige Vatikanstaat begrenzt wird, der also am Ende seines Lebens sozusagen den Untergang des Kirchenstaats erleben muss. Und einerseits als wichtige Leistung, die in dem Zusammenhang wichtig ist, die Verehrung Mariens und das Dogma der unbefleckten Empfängnis, die Mariensäule in Rom selbst und auf der anderen Seite das Dogma der Unfehlbarkeit, vielleicht auch in einer Art Reaktion darauf. Zumindest ist ganz eindrücklich, dass er als Wissenschaft die christliche Archäologie extrem fördert und zwar in einer ganz speziellen Weise zusammen mit Giovanni Battista di Rossi, weil er in der frühen Kirche sozusagen die aktuelle Lage der Kirche, die sich wieder gegen den Staat verteidigen muss und wiederum verfolgt wird, spiegeln sieht. Also er gründet diese Pontificia Commissione, die Archäologia Sacra, wie sie heute heißt, also eine Kommission, die sich um die Katakomben kümmert. Di Rossi wird ihr erster Sekretär und es ist so dann auch kein Zufall, dass er als Di Rossi die Papstgruft findet, zu den Gräbern seiner frühchristlichen Bischofskollegen sozusagen geht, dort betet, so wie das hier sehr schön eingefangen ist in diesem Bild von Vincenzo Marchi. Also die Katakomben werden sozusagen Inszenierungsräume der wiederverfolgten Kirche der Zeit Pius des IX.
Und Giovanni Battista de Rossi wird sozusagen der Archäologe, der die fachliche Arbeit für diese Inszenierung der christlichen Archäologie in der Katakomben leistet. Das ist einerseits in seinen Publikationen zu sehen, aber er kriegt auch ganz konkret auch den Auftrag, sozusagen Werbung zu machen für den Kirchenstaat und für den Vatikan. Er bekommt von Pius dem IX. Den Auftrag, für die Weltausstellung 1867 in Paris ein Katakombenfaksimile als Pavillon zu erstellen. Sie sehen auf der linken Seite die Skizze, die er dafür angefertigt hat, also de Rossi, und zwei Zeichnungen auf der rechten Seite. Das ist tatsächlich auch aufgestellt worden. Das ist ein Foto von der Weltausstellung und Sie sehen dieses Katakombenfaksimile. Das hat unweit gestanden vom Renaissance-Pavillon des entstehenden Staates, italienischen Staates, der damals noch als Hauptstadt Florenz hatte. Der war wenig besucht, laut Zeitzeugen, aber diese Katakombe, diese nachgebaute Katakombe, ist gestürmt worden und war eine unglaubliche Attraktion auf der Weltausstellung. Also ist sozusagen auch als Chiffre die Inszenierung der frühchristlichen Monumente und besonders der Monumente der Märtyrerverehrung diente dem Papst ganz konkret auch für sein Anliegen, die christliche Archäologie und die Situation der Kirche zu stützen. Als letzter Vertreter sozusagen dieser Art der Archäologie, auch wenn er schon ins 20. Jahrhundert hineinragt, kann man Josef Wilper zitieren, der ein Schüler de Rossis war, der sich unendliche Verdienste erworben hat in der Dokumentation von Katakombenmalerei, unter anderem auch von den Sarkophagen. Aber ganz speziell deswegen möchte ich ihn hier noch einmal zitieren, weil er seine Lebenserinnerungen 1930 aufgezeichnet hat in seinem Buch Erlebnisse und Ereignisse im Dienste der christlichen Archäologie. Und er dort nochmal ganz deutlich als sein unumstrittenes Hauptinteresse festnagelt, mit der Katakombenmalerei der Theologie ein neues und reiches Material zugeführt zu haben, zu den Glaubenswahrheiten der ersten Christen. Also es ist ganz klar, die Katakomben sind theologisches Material und dienen zur Unterfütterung der Glaubenswahrheiten der Christen. Das ist auch ein Hauptforschungsanliegen im Rahmen der Erforschung der christlichen Katakomben. Damit hätten wir also so zwei verschiedene Blicke, die beide sehr eng noch kirchlichen Rahmen sind, aus dem 17. auf dem 19. Jahrhundert. Die christliche Archäologie und die Katakombenforschung im 20. Jahrhundert hat stark versucht, wie wir das gerade eben auch bei Thomas Fröhlich schon in der Einleitung gehört haben, wie überhaupt die christliche Archäologie versucht hat, sich zu versachlichen. Es wurde versucht, zu entpolarisieren und zu entkonfessionalisieren, weil die Monumente sehr häufig zur Begründung oder zur Bestätigung von Dogmen oder zur Widerlegung von Dogmen herangezogen wurden. Trotz dieses Anliegens bleibt jedenfalls der christliche Aspekt der Katakomben und die theologische Aussage von Bildern über weite Zeit des 20. Jahrhunderts auch noch im Vordergrund der Forschung. Ich möchte nur ganz wenige Forschungen vorstellen, die versuchen, diese Versachlichung herbeizuführen. Einerseits von 1933 eine Studie von Paul Stüger, einem Schweizer Pater, der die Katakomben rein analytisch betrachtet hat, der also lange Zeit unter der Erde verbracht hat, um die topografische Entwicklung der Katakomben und durch Schnitte, durch Zeichnung von Schnitte und durch das Nachvollziehen der einzelnen Ausgrabungsschritte den ältesten Kern von Katakombenanlagen zu finden und das Wachsen der Katakomben nachzuzeichnen und so also sehr stark dazu beigetragen hat, die Frühdatierung, weil man unter Bosio ja noch glaubte, dass sozusagen Petrus und Paulus die Katakomben besucht hätten, diese Frühdatierung zu kippen. Und er war einer von den Protagonisten, der sehr stark zur Versachlichung der Diskussion beigetragen haben. Ein einziges Beispiel, das auch direkt mit dem Deutschen Archäologischen Institut zu tun hat, möchte ich noch zitieren. In den späten 80er und 90er Jahren sind die ersten Reparaturen von Katakombenmalerei am Deutschen Archäologischen Institut entstanden, unter Johannes Deckers, die ganz ähnlich, also die rein analytisch alle Wandmalereien versuchen erstmal zu dokumentieren. Also bis heute, obwohl die Katakombenmalerei so eine wichtige Stellung hat, sind sie nicht vollständig dokumentiert. Hier sehen Sie so eine Umzeichnung. Zum ersten Mal wurde auch mit 3D-Technik gearbeitet, damals mit Fotogrammetrie.
Alle Wandflächen eines Kubikraums werden abgebildet, die Malereien werden in einfachste Schwarz-Weiß-Strichzeichnung umgezeichnet und mit einem Blick sozusagen auf so einen Katakombenplan kann man die Hauptwand, die Deckenmalerei, die linke, die rechte Seitenwand, die Eingangswand sehen und verstehen, wie Malerei und Raum ineinander wirkten und im Zweifelsfall, welche christliche Szenen direkt über ein Grab gemalt worden waren. Das ist also auch so ein Beitrag, typischer Beitrag aus dem 20. Jahrhundert. Ja, im ersten Blick über die Katakomben haben wir also gesehen, dass sie im Zeitalter der Gegenreformation wiederentdeckt wurden als Waffen gegen die Ketzer, als Bergwerke, in dem Märtyrer abgebaut wurden. Im zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren sie unter Pius dem IX. Das Symbol für die Auseinandersetzung von Kirche und Staat und die Kirche inszenierte die Katakomben wieder als Symbole der frühchristlichen Verfolgungszeit, ganz ähnlich wie sie selbst wieder in Verfolgung war. Dann waren die Katakomben lange Zeit Zulieferer für theologische und dogmatische Auseinandersetzung, bevor sie im 20. Jahrhundert stark versucht wurde, zu versachlichen und einfach eine neutrale Forschung und sie als Monumente wahrzunehmen. Steht dabei immer noch mit dem Blick auf die Theologie. Damit wären wir also wieder am Anfang oder bei Ausgangspunkt, der Blick auf den Forschungsstand, die Katakomben als Spiegel der Transformationsprozesse der Spätantike. Und damit möchte ich zu den aktuellen Arbeiten kommen und ein wenig Einblick geben in Arbeiten, die wir zum Teil vom Deutschen Archäologischen Institut in den letzten Jahren und zum Teil seit 2006 in dem bereits zitierten Startprojekt haben durchführen können. Das Projekt hieß die Domitiller-Katakomben in Rom, Archäologie, Architektur und Kunstgeschichte eines spätantiken Cimiteriums. Und wir konnten zum ersten Mal einen 3D-Laserscanner einbinden. Das heißt, wir wollten eine vollständige Dokumentation erzeugen. Wir wollten ein 3D-Bild entwickeln der Katakombe, um die Zusammenhänge von einzelnen Stockwerken zueinander und die Entwicklung der gesamten Katakombe überhaupt erstmal nachvollziehen zu können. Das ist damals das modernste Gerät gewesen. Ein Scan hat damals 20 Minuten gedauert, hat in einer Drehung dieses Zylinders, den Sie sehen, ein Raumbild entworfen, die sogenannte Punktewolke, obendrauf seine Kamera montiert, die diese Punktewolke mit realen Bildern, also mit Fotopunkten, bespielen kann, sodass also einerseits ein reales Raumbild, ein Abbild der Katakombe in Punktewolken entsteht. Sie sehen hier sehr schön so ein Beispiel. Die Domitiller-Katakomben hat 4 Untergeschosse. Sie sehen hier das dritte, das vierte, das zweite, das dritte und das vierte Geschoss. Ein Lichtschacht von oben, eine riesige Treppenanlage. Das Tolle ist an dieser Art der Dokumentation, dass sie sofort manipulierbar ist. Also man kann diese Scans drehen, diese Punktewolke drehen. Das ist die gleiche Treppenanlage von der anderen Seite. Hier können Sie jetzt die Untergeschosse genauer sehen. Man kann diese Punktewolke direkt umsetzen in Architekturmodelle, also in einen sogenannten Mesh, wo Sie jetzt hier den Bereich hinter der Apsis der Basilika sehen können, das Gangnetz und die einzelnen Räume. Und man kann es sofort in Architekturprogramme schicken und hat dann sofort Höhenlinien etwa eingegeben. Und wir haben 3,5 Jahre gearbeitet, über fast 2000 Scan-Positionen in der Katakombe erzeugt. Das ist, so, wenn ich das richtig sehe, nach wie vor das größte Einzelmonument mit über 2 Billionen Punkte, über fast 2000 Scans. Mittlerweile haben wir auch die Oberfläche dazu gescannt, in einer geschlossenen Punktewolke komplett erhalten. Und das Tolle, wie gesagt, ist, dass man dies dann auch animieren und drehen kann. Das möchte ich jetzt nicht live tun, sondern ich habe davon zumindest einen kleinen Film gesehen, hat also die gesamte Domitiller-Katakombe, alle 12 Kilometer Gangsystem sehen Sie gerade in Bewegung. Sie sehen diesen großen Block, das ist die unterirdische Basilika und das gesamte Gangnetz in 2 Stockwerken drumherum. Hier noch einmal, also die sich in 4 Stockwerken entwickelnde Katakombe und Sie können die topografische Ausdehnung, die Tiefen- und Höhenausdehnung und die konzentrierte Anlage für die Märtyrer, also die Basilika, extrem gut sehen. Aus diesen Punktewolken haben wir dann Orthofotos erstellt und konnten auch den ersten exakten, wie wir natürlich jetzt nachvollziehen können, genau exakten Katakombenplan erstellen. Und das war auch unser erstes Ziel, dass wir einen genauen Katakombenplan, also eine erste exakte Vermessung
Die Katakombe dehnt sich hauptsächlich aus zwei Stockwerken aus, die hier rot und schwarz getrennt sind. Die grünen und blauen Bereiche gehen bis ins dritte und vierte Untergeschoss. Wir wollten aber auch alle Malereien dokumentieren. Wir haben also den Scanner auch in den Bereichen mit Malerei gehabt. Damals waren die Scans noch nicht so gut, dass sie direkt Raumbilder in Fotoqualität erzeugten. Also wenn man nah an die Punktewolke herangeht, fliegen die Punkte einzeln auseinander. Es ist noch kein geschlossenes Bild sichtbar. Deswegen rechnet man diese Punktewolken sogenannten Triangulationen, also die wichtigsten Punkte werden mit verbunden, sodass Dreiecke entstehen. Diese Dreiecke werden geschlossen, dass man geschlossene Oberflächen hat, das nennt man ein Mesh. Und diese Fläche kann dann mit hoch aufgelösten Fotos bespielt werden, wie Sie das jetzt hier sehen. Das ist also jetzt nicht das Original der Katakombe, sondern das ist unser 3D-Modell. Und dieses 3D-Modell kann man dann auch wiederum, das ist also sozusagen der Vergleich mit der Arbeit von Bosio, den Sie hier sehen, aber was ich vor allen Dingen zeigen wollte, dieses 3D-Modell kann man dann begehen und man kann es animieren. Und dadurch, dass wir die Fotos mit gleichmäßigem Licht aufgenommen haben, also selbst bei einem Katakombenbesuch können Sie nicht so ein gleichmäßiges Licht erzeugen und sozusagen für das Studium des Monumentes und speziell der Katakombenmalerei, es ist extrem hilfreich, dass man jetzt hier ganz genau analysieren kann. Sie können auch sehen, wir haben jetzt gerade eine Drehung im Raum gemacht. Wir können unter den eigentlichen Boden hinabsinken und sozusagen irreale Ansichten erzeugen, um unseren Grabraum zu analysieren, die Bildverteilung zu analysieren. Jetzt schauen wir auf die Wand rechts des Eingangs. Das ist ein Arkosolgrab, in das wir jetzt auch hineinsteigen können. Und sozusagen den irrealen Blick, den der Verstorbene auf die Wandmalerei gehabt hätte und das vielleicht erstmals wahrnehmen können, wie die Wandmalerei eigentlich gedacht war, wie sie das Grab des Verstorbenen schützen sollte und welche Darstellung eigentlich über ihm angebracht war. Das ist sozusagen erstmals in dieser Form möglich, dadurch, dass wir 3D-Bewegungen im Raum nachvollziehen können. Wir haben also die gesamte Katakombe gezeichnet, wir haben sie als Monument analysiert, wir haben alle Malereien in dieser Form aufgenommen, kunsthistorisch eingeordnet. Und was Sie nun hier sehen, ist eine Verteilungskarte, wie sich von der ersten Hälfte des dritten Jahrhunderts in ganz Rot bis ganz Gelb, also das sind die Spätmalereien am Ende des vierten Jahrhunderts, sich diese in der gesamten Katakombe verteilen. Es sind 82 Malereien, also das ist die nach Marcellino Pietro die Katakombe mit den allermeisten Malereien. 21 Cubicula, die ich jetzt hier mal eingekreist habe, damit Sie die Grabverteilung in der Katakombe nachvollziehen können. Wir haben dann 20 Arkosole, also Arkosolgräber, Bogengräber, einzelne Bogengräber, die vielleicht für Ehepaare gedacht waren, fast an den gleichen Orten und 23 Loculus-Wände, also einzelne Wände mit Loculus-Gräbern. Sie können sehr schön sehen, dass sich diese reichen Gräber, weil man dafür extra Geld bezahlen musste, sich alle im gleichen Bereich finden. Immer bei den Treppenanlagen, bei den verehrten Gräbern der Heiligen und alle anderen Regionen sind sozusagen die Regionen, die uns dann eigentlich in der Folge am meisten interessieren, weil dort die Armengräber liegen. Die Malereien haben wir dann weiter analysiert, also die 21 Cubicula sind ikonografisch beschrieben, die Arkosole und die Loculus-Wände in der Qualität, wie Sie das jetzt hier sehen. Und in der Analyse ist zum Beispiel herausgekommen, erstmals in dieser Deutlichkeit, dass das wichtigste Bildmotiv das Porträt der Verstorbenen ist. Das überrascht natürlich nicht, weil das Anliegen, selbst über dem Grab zu erscheinen, nach Möglichkeit in Verbindung mit christlichen Gräbern, ist natürlich das wichtigste Anliegen von Grabmalerei. Aber durch die Analyse ist es sozusagen jetzt zum ersten Mal auch im Bild und Zahlen fassbar. Das wäre also die Zusammenstellung von allen Grabporträts der Katakombe. So haben wir also Zugang zur Bilderwelt der Katakomben. Wir können sie in verschiedener Art und Weise lesen und betrachten. Wir haben sie auch umgezeichnet und die verschiedenen Phasen, wie sie entstanden sind und wie sie heute auf uns gekommen sind, dann auch in digitalen Zeichnungen umgesetzt. Das ist das Beispiel einer Kuppel in Kammer 69, wie Sie hier jetzt sehen. Und wir haben die digitalen Medien, die digitale Technik auch genutzt, um Malereien, die heute in einem sehr schlechten Zustand sich befinden, wenigstens virtuell zu restaurieren. Sie können auf der rechten Seite einen Stich sehen von Boldetti, der 1720
die Malerei des Phossas Diogenes gefunden hat, also die Inschrift in der Tabula Ansata über diesem Bogengrab, benennt den Verstorbenen als ein Totengräber, als ein Phossor, der dort in Friede liegen möge. Und wir sehen, dass er nicht nur sein Grabwerkzeug in der Hand hat und um sich herum hat, eine Lampe in der Hand, sondern Boldetti beschreibt im Text auch, dass über ihm im Bogen eine Christusdarstellung war, die ihm so gut gefallen hat, dass er sie mit nach Hause nehmen wollte. Und das können Sie, den Effekt davon können Sie heute sehen, ist nämlich herausgeschlagen worden. Dabei ist sie leider zerstört, also ist tatsächlich uns heute nicht mehr erhalten und in diesem jämmerlichen Zustand. Aber nach Boldetti ist die Malerei weiterhin geklaut worden. Sie sehen etliche Löcher im heutigen Zustand der Malerei. Und diese Malereien konnten jedenfalls zu einem Teil wiederentdeckt werden. Die sind zum Teil in vatikanischen Museen heute ausgestellt. Man wusste nicht, dass es sich um den Phossa Diogenes handelt, dass es aus der Domitilla-Katakombe kam, aber wir konnten das sozusagen wieder vereinigen, zumindest virtuell, durften die Malereien aufnehmen. Eine Malerei, ein Teil einer Malerei ist auch in einem vatikanischen Palast bei der Spanischen Treppe, im Palast zur Propaganda Fide, in einer Privatkapelle eines Kardinals, angebracht heute. Auch die durften wir fotografieren, sodass wir alle prinzipiell wieder verorten konnten. Aber in einem nächsten Schritt haben wir dann die auch virtuell wieder restauriert. Das macht man heute nicht mehr fotorealistisch, weil die Ansicht dann so ähnlich wirkt, dass man Original und die fotorealistische Dokumentation oder fotorealistische Restaurierung nicht mehr unterscheiden kann, sondern in dieser Art und Weise, dass in der Art der Restaurierung jedenfalls direkt auffällt, dass es sich um eine Restaurierung handelt. Das ist ja also eine weitere Anwendung der digitalen Technik. Unser wichtigstes oder letztes Anliegen ist dann aber in einem Unterprojekt oder einem Kooperationsprojekt mit der Technischen Universität gewesen, dass wir plötzlich, weil die Technik so schnell fortgeschritten war, die gesamte Katakombe animieren konnten. Das heißt, in einem Point Cloud Viewer, in einem Viewer für die Punktewolke, konnten wir die gesamte Katakombe einladen ins Programm und in, wenn Sie so möchten, Vogelflug oder auch Helikopterflug über die Katakombe drüber fliegen und durch die Gänge durch und um die Gänge herumfliegen. Das wäre also ein Teil, was Sie grün sehen, ist der Rasenbewuchs, darunter die verschiedenen Schichten der Gänge. Das wäre der Punkt, die Vogelflugansicht. Genauso kann man sich unter die Basilika begeben und das Verhältnis der Heiligengräber unter dem Altar mit der Lage des Altars und überhaupt des Raumes in der Katakombe betrachten. Man kann diese Punkte dann markieren. Man kann also ganze Stockwerke herauskopieren und einzeln betrachten. Das Spannendste für uns oder eine der spannenden Funktionen war, dass man direkt in der Punktewolke archäologische Arbeit machen kann, nämlich eine Vermessungsarbeit, wie tief sind die Gänge, wie breit, wie lang sind die Gräber. Und auf diese Art und Weise ist es möglich geworden, direkt im Punktmodell, in der Punktewolke, die Gräber auszumessen. Wie ich schon gesagt habe, haben wir jedes Grab in aller Regel für den Leichnam, den der Phossor wahrscheinlich am Boden vor sich liegen hat, direkt ausgemessen. Das heißt, die Größe eines Grabes gibt uns Auskunft darüber, zumindest über die Größe des Leichnams, sodass wir Kindergräber und Erwachsenengräber sehr gut voneinander trennen können. Und wir haben uns dann daran gemacht, eine Mitarbeiterin, Verena Fugger, hat die erste statistische Auswertung einer ganzen Region gemacht, der sogenannten Region des Guten Hirten in der Domitilla-Katakombe, die Sie hier rechts unten dann auch freigestellt sehen. Ich möchte Ihnen jetzt nicht die einzelnen Schritte zeigen, aber das augenfälligste Ergebnis dieser ersten statistischen Auslesung einer ganzen Grabregion ist, dass wir eine Gesamtzahl von Gräber von ungefähr 1300 Gräbern haben, also alle Gänge dieser Galerie, dieser Region. Und davon sind fast 100%, nämlich 1281, diese einfachsten Armengräber. Also was wir natürlich im Prinzip gewusst haben, wird durch diese statistische Auswertung ganz, ganz offensichtlich. Das Hauptanliegen dieser Katakomben sind einfach diese ganz einfachen Armenbestattungen. Wir können dann, wenn wir es insgesamt sehen, haben wir Armengräber, also Loccoli in den Galerien, sind dann 1102. Auch in den Cubicula ist der hauptsächliche Grabtyp, sind diese Loccoli. Das war also das ganz erste augenfällige Merkmal. Vielleicht erinnern Sie sich an die Aussage von Julian Apostata, warum die Christen so wichtig geworden sind, weil sie sich um die Armen gekümmert haben, um die Armen bestattet haben. Für uns ist natürlich auch interessant die demografische Auswertung. Wir haben ganz erstaunlich wenige Säuglingsgräber nur, also in der gesamten Masse von der Region nur 34.
Die haben dann junge Kinder oder Heranwachsende, ungefähr im gleichen Verhältnis wie Erwachsenengräber, sodass wir zum ersten Mal auch auf diese Statistik, über die Grabstatistik, ganz anderen Zugriff bekommen auf die Welt der Bestatteten in den Katakomben, die wir bisher sozusagen so gut wie gar nicht kannten. Wir haben das dann auch schon in Relation gesetzt zu anderen Regionen, die wir aufgezählt haben. Also die Region des Guten Hirten ist hier in Weiß dargestellt. Zwar andere Regionen, die etwas weniger Gräber haben, aber Sie sehen, das Zahlenverhältnis zeigt immer wieder, dass die Loculus-Bestattungen die meisten sind und dass wir am wenigsten Kindergräber haben, was zumindest eine ganz erstaunliche Feststellung ist, weil wir natürlich eigentlich mit einer sehr hohen Kindersterblichkeit rechnen. Entweder hat man die Kinder also nicht einzeln bestattet, sondern zu den Eltern gelegt, oder sie wurden vielleicht auch im frühen Christentum oder in den römischen Gemeinden nicht ursprünglich schon direkt auch bestattet. Das ist eine offene Forschungsfrage. Ja, jetzt haben wir also zum ersten Mal eine gesamte Katakombe ausgezählt vor uns liegen. Wir haben den Plan gezeichnet. Wir wissen das Grundstück, das ist eine Fläche von 320 mal 300 Meter, 12 Kilometer Galerien. Wir wissen jetzt, dass wir 26 Treppenanlagen haben. Das heißt, allein 15 Treppen, die vom Oberirdischen ins Unterirdische hinabführen. Wir haben 39 Lichtschächte, also fast 40 solcher Anlagen, die wir bei Hieronymus beschrieben hatten, die also Licht nach unten bringen, so praktisch Schlaglicht, weil um 12 Uhr mittags zumindest direktes Sonnenlicht natürlich eindringt. Das sind aber natürlich nicht nur Lichtschächte, sondern auch Luftschächte, durch die Luft einströmen kann. Wir wissen, dass wir in diesen riesigen 12 Kilometern Gang sind, 228 Grabräume, also private Kammern haben, wo sich etwas Reichere etwas mehr geleistet haben oder für ihre Familie Grabplatz geschaffen haben. Die verteilen sich aufs erste und zweite Untergeschoss hauptsächlich. Wir haben dann 650 Arkosole insgesamt. Davon sind etwas mehr als die Hälfte in Galerien, also nicht in den Grabräumen, sondern das sind dann also kleinere Einheiten, etwa für Ehepaare, die nicht etwa eine ganze Familie denken mussten. Die haben sich also so einen Bogengrab geschafft. Und wir wissen zum ersten Mal eine Gesamtzahl von Gräbern. Wir hätten wahrscheinlich statistisch mit viel höheren Zahlen gerechnet, weil 12 Kilometer Galerie so lang klingt. Aber wir kommen auf 26.250 Gräber rund. Das heißt, wir haben zum allerersten Mal auch die Gemeinschaft der Toten, die dort bestattet sind, in realen Zahlen vor uns. Die allerletzten Forschungen, die wir diesen Sommer durchführen konnten, weil Sie vielleicht auch gemerkt haben, es fehlt ein Aspekt bislang, ist der oberirdische Bereich. Wir haben gesehen, dass sich die Katakomben sehr stark an Grundstücksgrenzen im Anfang jedenfalls zu orientieren scheinen. Und wir konnten in Domitilla eine Geophysikkampagne, eine erste durchführen, dieses Juli. Das sind zunächst mal sehr spannende Ergebnisse, die ich Ihnen heute aber leider noch nicht zeigen kann, weil sie sich noch in der Auswertung befindet. Aber wir werden in einer ganz anderen Art und Weise dadurch Zugriff bekommen, das Unter- und das Oberirdische erstmals miteinander richtig in Verbindung bringen können. Daraus ergeben sich natürlich auch eine Reihe von möglichen neuen Fragestellungen, die sich jetzt aufdrängen. Wir schaffen eine wesentlich feinere Chronologie durch die topografische Analyse. Wir haben erstmals eine Grabstatistik und bekommen Einblick in die Sterblichkeit und die Bevölkerungsstruktur der dort Bestatteten. Wir haben Zugang zur Wirtschaftsarchäologie, wenn wir berechnen können, wie viel Erde entnommen wurde, wie lange man wohl gegraben hat, was eingesetzt werden musste und auch im Prinzip, was ein Grab gekostet haben wird, rechnen können. Derzeit können wir uns noch nicht beschäftigen, aber wir hoffen, dass wir das in Zukunft einmal können mit ADNA. Das ist natürlich ein Riesenschatz, weil wir so viel Gräber haben. Und wir können erstmals den Kontext von ober- und unterirdischen Bereichen erschließen. Wir haben diese Forschung nicht nur auf die Domitilla-Katakombe beschränkt derzeit, sondern hatten die Möglichkeit, weitere Katakomben zu scannen und in ähnlicher Art und Weise zu erschließen. Vor allen Dingen die jüdische Randanini-Katakombe, die also sehr spannend ist zu vergleichen, weil wir dort andere Grabtypologien haben und in anderen Zyklen bestattet wird, aber in ähnlichen Zeiträumen, sodass wir auch unterschiedliche Bevölkerungsgruppen und auch unterschiedliche Grabungsgruppen miteinander vergleichen können. Damit, mit diesem Überblick über die Arbeiten, über die Forschungsgeschichte der Katakombe, gleichzeitig auch mit dem Überblick über das Oberirdische und das Unterirdische der Katakombe, bin ich am Ende meines Vortrags angekommen. Ich hoffe, ich habe Sie nicht gelangweilt und vielleicht ein wenig unterhalten und Sie für unsere Forschung interessieren können. Ich bedanke mich jedenfalls sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn Sie möchten, stehe ich auch noch für Fragen zur Verfügung. Vielen herzlichen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank, Norbert, für dieses
diese wirklich umfassende Darstellung. Ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen, als ich gesagt habe, Sie haben hier einen der wohl weltbesten Kenner der römischen Katakomben als Vortragenden bei sich zu Hause zu Gast. Und es ergeben sich aus dem, was du gesagt hast, natürlich ganz, ganz viele Fragen, ganz viele Ansatzpunkte. Aber erstmal vielen Dank für dieses diese komplexe Darstellung sowohl der eigentlichen Forschung, der Forschungsgeschichte, der Rezeptionsgeschichte, die du da drin verankert hast, bis hin eben zur Problematik oder einfach zur Herausforderung, das Ganze mit modernen technischen Mitteln jetzt komplex aufzunehmen und auszuwerten. Auch sehr interessant fand ich die Statistiken zum Schluss. Ich möchte vielleicht mit einer Frage beginnen, die für mich jetzt auch ganz neu war und die ich noch nie gedacht habe, muss ich sagen, vorher. Du sagtest in der ersten Phase, in der vorkonstantinischen Zeit, vor der Monumentalisierung, also das heißt, bevor Cubicula mit großen Familien, Akkosoli und Malereien entstanden, seien die Gräber wahrscheinlich fast ausschließlich für die Armenbestattung gedacht gewesen und hätten eben genau zu dem geführt, was Julian Apostat da gesagt hat, dass eben dadurch das Christentum so populär wurde. Die Frage, die sich mir aber dann aber natürlich stellt, ist, gab es keine reichen Christen oder wo waren die reichen Christen bestattet? Ja, vielen Dank. Also so habe ich es nicht gemeint. Was ich zeigen wollte, ist, dass in den unterirdischen Bereichen, wenn wir dort auszählen und wenn wir uns die Struktur anschauen, es tatsächlich hauptsächlich um Armenbestattung geht. Dass das das erste Anliegen für die Existenz der Katakomben ist. Man nutzt einen Bereich, der oberirdisch der Kirche oder jemanden, der in der Kirche zur Verfügung stellt, man nutzt den für Bestattung. Oberirdisch gab es natürlich Mausoleen. Oberirdisch, also wer es sich leisten konnte, wird diesen Service der Armenbestattung natürlich nicht genutzt haben müssen. Wer ein Familiengrab bereits hatte an der Via Appia, wird nicht die Familientradition unterbrochen haben und in die Katakombe gegangen sein. Was ist aber neu, was das Neue war an den Katakomben und was zum allerersten Mal in der Antike aufgetreten ist, ist der Service eines kostenlosen Armengrabes. Der Bischof war, wie uns auch die Textquellen sagen, der war dazu angehalten, der musste für alle Gemeindemitglieder sorgen und war dafür zuständig und dem drohte sozusagen auch Exkommunikation, wenn er dieser Caritas-Pflicht nicht nachkam. Und das ist natürlich eine unendlich attraktive Sache für Leute, die sich ansonsten keinen eigenen Grabplatz leisten können. Und dann gibt es natürlich Bereiche, auch in den frühen Katakomben, nah bei den Treppenanlagen, wo sich soziale Klassen bemerkbar machen. Das sind aber anfangs relativ wenig Gräber. Und es sind relativ begrenzte Bereiche und es sind auch relativ arme Anlagen. Also selbst die sogenannte Bischofsbestattung in San Callisto, das ist weiße wandrundige, rot-grüner Linienstil, weiße Wandmalerei mit wenigen christlichen Szenen. Das ist, wenn man es mit den zeitgleichen Malereien in Ostia vergleichen würde, ist es sozusagen die Nebenraummalerei. Das ist also nicht besonders anspruchsvoll. Also selbst die anspruchsvollen Bereiche sind relativ modest und moderat gestaltet. Hingegen diese ganz späten Malereien, die ich auch gezeigt habe, in Machu Picchu oder auch in der Domitilla-Katakombe zum Schluss, diese Deckenmalerei, die ich zumindest in der Umzeichnung gezeigt habe, das sind Mausoleen unterirdisch, die Kuppeln haben. Und da sieht man doch, dass ein ganz anderer Anspruch dann auch sich in Katakomben finden kann. Ja, vielen Dank. Ich möchte vielleicht nochmal fragen, ich möchte jetzt hier sozusagen die Diskussion nicht alleine bestreiten, ob es vielleicht Fragen gibt. Vielleicht habe ich das vorhin nicht deutlich genug gesagt, wie man diese Fragen formulieren kann. Sie können die also im Chat mit Klick auf das blaue Symbol unten rechts auf der Seite stellen oder von, wenn Sie auf YouTube zuschauen, im YouTube-Chat zum Livestream Ihre Fragen stellen. Falls jetzt aber nicht sofort was kommt, hätte ich auch noch eine andere Frage, die vielleicht eine allgemeine Frage ist, die viele interessieren mag, die sich natürlich einfach aufdrängt, vor allen Dingen bei so riesigen Katakomben wie Domitilla. Kann man sich da eigentlich noch einen Grabkult drin vorstellen, so wie wir uns das ja in der frühen Kaiserzeit vorstellen, dass man zu Geburtstagen zum Beispiel eventuell zu den Ahnen ans Grab ging? Ich meine, wie kann man das organisieren in einem 12 Kilometer langen Gangsystem unter der Erde? Es gab ja kein elektrisches Licht, das darf man ja nicht vergessen.
Wie fanden die Leute überhaupt dahin und wie konnte man relativ viele Leute in die Katakombe reinlassen? Oder fand dieser Kult gar nicht statt? Also, wir haben ganz sicherlich damit zu rechnen, dass, wenn es Angehörige gab, dass sie zumindest zweimal im Jahr ans Grab kamen. Und es ist fast immer im Grabkontext, wenn es gut erhalten ist. Also auch bei den einfachsten Loculi, bei diesen einfachsten Armenbestattungen, ist eine Lampe mit im Putz angebracht, die so rum festgemacht ist, dass man also sowohl noch Öl reintun kann, aber andererseits ein Docht einstecken kann und das eine Lampe anzünden kann. Also man darf damit rechnen, dass oberirdisch es einen Bereich gab, wo man Totenmahl feiern konnte, wo man also ein Erinnerungsmahl hatte. Es gibt zumindest in den meisten Grabräumen im 4. Jahrhundert eine Mensa, also einen aufgemauerten Bereich, wo man Speiseopfer niederlegen konnte oder also ein Teil des Totenmahles liegen lassen konnte. Dieser Grabkult, dieser Usus Totenmahl, das ist bestimmt das ganze 4. Jahrhundert noch über übt worden. Also man hatte eine Installation oberirdisch, wo man Totenmahl feiern konnte, und man ging unten in die Katakombe rein. Nachdem wir jetzt mal, wenn man alle Treppenanlagen tatsächlich markiert, dann kommt man, wenn man sich jetzt, ich weiß nicht, einen großen, den Wiener Zentralfriedhof oder in jeder anderen Großstadt sich einen Friedhof vorstellt, dann gibt es bestimmt ein Nummernsystem von diesen Abgängen, und man geht unterirdisch eigentlich nicht lange Strecken, weil es sehr schnell, wenn man eine Treppenanlage runtergeht, sagen wir mal vielleicht die weiteste Entfernung 100 bis vielleicht 200 Meter, aber ich denke nicht mal so weit. Es wird viel enger sein, der Bereich, den eine Treppe bedient. Und wir haben gar nicht so selten Markierungen im Eingangsbereich von Galerien, die wie Zahlenzeichen aussehen oder die sich als Zahlen oder als Hinweise interpretieren lassen und manchmal auch Tierdarstellungen oder so. Also es gibt so eine Art Leitsystem, Nummernsystem, was man sicherlich oberirdisch auch ausgewiesen hatte, sodass man unterirdisch gar nicht weit gehen musste und der Totenkult für eine Familie sicherlich ganz regelmäßig hat stattfinden können. Also es gab keine Fossoren, die als Führer da fungierten oder so, davon geht man eigentlich nicht aus. Ich denke nicht, dass man die brauchte. Also ob man die haben musste, weiß ich nicht. Also wir müssen sicherlich davon ausgehen, dass diese Bereiche geordnet, irgendwie geschlossen und geöffnet werden, damit einfach kein Grabraub passiert. Und dafür sind auch sicherlich die Fossoren irgendwie zuständig gewesen. Aber an sich, tagsüber, müsste man eigentlich denken, dass man da über diese Treppenanlagen relativ freien Zugang zu hat, wie ein Friedhofsbereich sonst auch zugänglich. Ja, es gibt jetzt doch eine Frage von Herrn Simon Schall, der sagt, vielen Dank für den interessanten Vortrag. Ist es mit dem Programm auch möglich, Lichteffekte zu simulieren zu verschiedenen Tageszeiten? Ja, wir haben tatsächlich, also die Daten sind mittlerweile digital gedacht aus der Vorzeit. Wenn man allein daran denkt, dass wie schnell Handys sich ändern und so. Also unsere Datenformate, wir bereiten gerade alle unsere Datenformate neu vor und spielen sie in ein System, also wo wir richtig browsen können. Wie wir also so, wie man mit Google Maps umgeht, dass wir die Katakombe so auch online zeigen können. Also beim nächsten Mal kann ich Ihnen das vielleicht dann schon real-time zeigen. Und innerhalb dieses Programms ist es dann auch möglich, sowohl die Lichteffekte zu erzeugen, aber was uns fast noch mehr interessiert, also wir wissen natürlich, dass im Bereich eines Lichtschachtes Licht einfiel. Und wenn ein Cubiculum so angeordnet ist, dass das Licht direkt reinfällt, dann ist die Malerei auch direkt beleuchtet. Aber was uns natürlich noch viel mehr interessiert ist, wie hat das mit der Belüftung funktioniert? Also wir möchten gerne die Luftzirkulation animieren und feststellen, also war das Frischluft, war das oder sind die Positionen der Lichtschächte vielleicht auch so gewählt, dass Luft im Berg zirkulieren kann. Also diese Gedanken haben wir schon sozusagen auf der Arbeitsliste, und wir werden uns damit beschäftigen, und ich hoffe, dass ich das vielleicht bei einem der nächsten Male dann noch konkret zeigen kann. Es gibt noch Fragen eben zur Zukunft dieser Projekte von B. Schwarz aus Rom, ebenfalls von der Live-Seite. Gibt es bereits Ergebnisse zu den aktuellen Aufnahmen der jüdischen Katakombe Randanini? Und wie kann man da auf dem Laufenden bleiben? Also wie wird darüber laufend informiert? Ja, also unsere Forschung ist erstmal in einem sehr fortgeschrittenen Stadium, sodass wir kurz vor der Publikation sind.
Wir werden sicherlich ankündigen, mit dem DRI zusammen eine Veranstaltung mit dem Parco Archeologico dell'Appia, mit den Verantwortlichen, die uns dort haben arbeiten lassen. Und wir werden sowohl die 3D-Animationen vorstellen können und auch die ersten statistischen Auswertungen. Es hat auch also verschiedene Studien gegeben, also die Topografie ist neu erschlossen worden. Und wenn uns jetzt nicht Covid dazwischen gekommen wäre und sozusagen auch alle öffentlichen Tätigkeiten, auch die Arbeit in den Monumenten war die letzten anderthalb Jahre sozusagen nicht besonders einfach. Und unter der Erde, wo die Luft nicht gut ist, kann man sich vorstellen, dass man einerseits, sobald man arbeitet, die Luft auch gar nicht so gern gearbeitet hat mit Maske und so. Aber andererseits war es auch nicht so leicht zugänglich zu haben. Also wir sind in einem fortgeschrittenen Stadium und ich weiß nicht, ob wir das jetzt unmittelbar in diesem Herbst, weil gerade unsere Feldprojekte alle laufen, aber wir werden das ankündigen auf unserer Homepage und diese Arbeiten vorstellen. Die sind auch in einem fast publikationsreifen reifen Stadium. Also ich würde mal sagen, im Verlauf des nächsten Jahres liegen diese Arbeiten vor. Noch eine Frage in diese Richtung von Frau Barbara Tober. Wird angedacht, die aufwendige 3D-Rekonstruktion am Ende der Öffentlichkeit zum Beispiel über Virtual Reality zugänglich zu machen? Also ich denke, damit ist gemeint, ob man wirklich dann da durchgehen kann durch die 12 Kilometer. Ich weiß nicht, ob das technisch überhaupt geht in der, aber was ist der Plan sozusagen? Ja, also diese Daten haben wir erzeugt, aber wir sind nicht von allen Besitzer oder sind nicht von allen Rechteinhaber. Und natürlich alles, was wir machen, ist in Absprache mit der Pontificia Commissione di Archeologia Sacra. Prinzipiell gibt es schon Filme und Animationen, die laufen in dem kleinen Museum oberhalb der Domitilla-Katakombe, jedenfalls im Normalzustand, wenn dort alles funktioniert. Hat man also zum Teil jedenfalls schon Einblick in diese Arbeiten. Ob wir alles online stellen können, zumindest das Repertorium der Malereien wird gleichzeitig auch online erscheinen und die 3D-Modelle der Bereiche mit Malereien sind 3D-Modelle, die auch alle online publiziert werden sollen. Also insofern ja, das ist auch soweit vorbereitet. Das dauert in der Endredaktion leider immer etwas länger, weil wir auch zwischendurch mal umziehen mit dem DAI und so. Aber wir Tja. sind auch guter Dinge, dass das in naher Zukunft dass diese Publikation dann endlich erscheint und auch die 3D-Modelle, nicht das Gesamtmodell, das müssen wir mal sehen, ob das, also ich würde am liebsten ja so eine Art Behindertenmuseum auch, wo Leute, die nicht in die Katakomben können, Zugang dann haben, wo man also schrankenlos sozusagen auch Zugang dazu hat, aber das ist nicht also nicht meine eigene Entscheidung oder nicht meine einzige Entscheidung. Ich habe jetzt doch noch ein paar interessante Fragen. Ich versuche die mal wirklich schnell jetzt noch reinzubringen. Eine Frage ist, ob der geringe Säuglingsanteil daran liegen kann, dass man ungetaufte Kinder nicht in heilige Erde bestatten kann. Also gab es diese Vorstellung schon? Also prinzipiell analysieren wir es gerade erstmal. Es könnte natürlich sein, die Gräber sind, wie wir gesehen haben, seit der Bosio-Zeit für 200 Jahre fast alle geöffnet worden. Also große Bereiche von Domitilla sind in den letzten 400 Jahren durchwühlt. Und da ist kein Knochenmaterial da, sodass wir also, wenn Säuglingsbestattungen in den Erwachsenengräbern drin gewesen sein mögen, ist das für uns heute nicht mehr auffindbar. Wir werden einfach Sample suchen, also Katakomben oder Situationen versuchen zu finden, wo wir für solche Aussagen Material finden, dass wir das auf eine gesicherte Basis stellen können. Aber an sich kann man ganz generell sagen, eine Bestattung, ein Grab. Und deswegen sollte man auch denken, bei den Säuglingsbestattungen, eine Bestattung, ein Grab. Also wir haben einzelne Säuglingsbestattungen, auch mit Inschriften. Auch mit Grabkult belegt. Entweder haben das einzelne Familien, die unter einem Säuglingstod besonders intensiv gelitten haben, das nur dann gemacht und andere haben es nicht gemacht. Also wir haben sozusagen die Möglichkeiten uns alle auch schon mal vorgestellt, aber wir haben noch keine Antworten dafür. Aber danke für die Anregung. Eine Frage von Dorian Bourbonus aus Dayton, USA. Der wissen möchte, in welchem Umfang reflektieren die Inschriften in den Katakomben Familienverhältnisse? In den Kolumbarien, den früheren Kolumbarien in Rom, lassen sich mitunter Familiengruppen nachweisen. Ist es auch in Katakomben so, dass die Institution der Armenbestattung Familiengruppen nicht unbedingt ersetzt, sondern ergänzt oder vielleicht zulässt, also die Familienbestattung? Ja, hallo. Herzliche Grüße in die USA.
Danke schön für die Frage. Ja, das kann man genau so formulieren. Also wir haben Bereiche, in denen wir sehr genau begrenzen können, das ist ein Familiengrab. In aller Regel sind Cubicula, also diese Grabkammern, mit festen Verschlusssystemen ausgestattet. Das heißt, die grenzen sich ganz klar vom Gemeinderaum ab und alles dahinter ist Privatbesitz. Und wenn wir Inschriften haben oder vielleicht in der Malerei auch den Patron, den Grabbesitzer dargestellt, dann können wir so eine Zuweisung machen. Dann gibt es Fossorengruppen, also verschiedene Katakomben haben verschiedene Arbeitstechniken. Etwa in Marcellino Pietro haben die Fossoren in einer Grabkammer immer das Maximale, die maximal mögliche Fläche für Grabplätze schon vorbereitet gehabt. Also ob das jetzt 5 Leute waren, die es in der Familie gab, oder 40, die haben immer das Maximale schon angeboten in der Wandfläche. Die waren vorbereitet für Loculi, dann erst abgefragt wurden, wenn jemand starb. In Domitilla ist ganz anders. Da kann man in der Fläche, wie sie belegt wird, sehen, wie groß die Familie war im Augenblick der Bestellung, weil diese Plätze vorbereitet sind und man dann sehr häufig in den nachfolgenden Generationen auf Malereien zerschlagen hat und zusätzlich reingelegt hat. Man kann sozusagen einzelne Familiengeschichten auch herausarbeiten in einzelnen Gräbergeschichten, wenn man so möchte. Das ist die Seite der Familienbestattung. Und in den Bereichen, wo hauptsächlich Armenbestattung ist, können wir natürlich keine Aussage treffen, weil wir im Zweifelsfall nicht mal eine Inschrift haben und keinen Namen haben. Und vielleicht auch der Fossor, wenn er bestattet hat, sich nur zu helfen wusste, indem er ein Christogramm anbrachte oder im Zweifelsfall auch gar nichts. Auch keine Lampe, weil niemand für Grabkult jemals wieder an das Grab kommen konnte. Und diese große Menge der anonymen Gräber sind sozusagen auch erstmal zu zählen, damit man weiß, wie viele fallen denn in diese wirklichen ganz armen Gräber, wo nicht mal Familie anwesend ist. Aber das sind sozusagen statistische Daten, die wir im Moment versuchen, noch etwas genauer herauszuarbeiten. Noch eine Frage an Sie, zwei kurze Fragen von Frau Gudrun Seiler. Hallo, Frau Seiler. Wie lange hat sich historisch betrachtet eigentlich die Vorstellung gehalten, die Bestatteten seien alle Märtyrer gewesen? Und was lässt sich nach heutigem Forschungsstand sagen über den Zusammenhang zwischen Eucharistie und Katakomben? Ja, danke schön auch für diese Frage. Eigentlich gibt es die Vorstellung heute sogar noch. Der Zusammenhang von Eucharistie und Katakomben ist ein aktueller, weil praktisch in allen zugänglichen Katakomben alle halbwegs nutzbaren Cubicula, Grabräume, mit einem Altar versehen sind, weil das natürlich für Pilgergruppen ein besonders intensives Glaubenserlebnis ist, sozusagen in den frühchristlichen Begräbnisstätten bei den Märtyrern auch Messe zu feiern. Das wird heute also auch sehr, sehr gerne noch gemacht. In der Antike hingegen ist es ganz sicherlich so, dass Eucharistie nicht in den Katakomben stattgefunden hat. Also das Totenmahl ist eine Aufgabe der Familie. Der Grabkult ist nicht, jedenfalls noch bis ans Ende des 4. Jahrhunderts, nicht in der Hand der Kirche sozusagen, der Amtskirche oder eines Priesters, sondern ist Aufgabe der Familie. Das heißt, auch in den Darstellungen, die wir von diesen Totenmahlfeiern haben, hauptsächlich aus Marcellino und Pietro, sitzt die Mutter diesem Totenmahl vor und man kann aus diesen Inschriften, die dann dort stehen, also misch mir den Wein und reich mir den Wein heran, kann man auch sozusagen das Sprechritual der Familienfeier am Totengrab ungefähr nachvollziehen, zumindest in manchen Bereichen. Also man sollte davon ausgehen, dass die Totenfeiern sicherlich oberirdisch stattfanden, dass man irgendwie die Toten daran teilnehmen ließ, indem man dann einen Grabbesuch machte. Aber Eucharistie am Grab hat es für die Normalsterblichen gar nicht gegeben. In dem Augenblick, wo Märtyrerverehrung einsetzt, am Ende des 4. Jahrhunderts unter Damasus, sind diese Räume, diese Räume, die ich kurz gezeigt hatte, die also eine Inschrift haben, eine Säulenstellung und so, die sind noch so klein, dass dort keine Eucharistie stattfinden kann. Man kann das sowohl in der Papstgruft, in Callisto sehr schön sehen. Sobald man das wollte, ist dieser Bereich, den man Santa Cecilia nennt, dazu gemacht. Auch in Domitilla ist diese Situation so, diese damasianische Gruft kann man sehr gut fassen, die Monumentalisierung der Heiligengräber. Und sobald man den Wunsch hat, Messe dort zu feiern, braucht man einen zusätzlichen Raum. Auch der ist ungefähr noch im Bereich der Basilika erhalten, den kann man nachvollziehen. Die Idee dann, dass man auf den Märtyrergräbern direkt Messe feiert, einen Altar hinstellt, die ist dann eine Idee des 5. und 6. Jahrhunderts, also vor allen Dingen vom Petrusgrab in St. Peter initiiert, wo also die Papstmesse sozusagen direkt, wo die Kiste, die Altarkiste, diese weiße Marmorkiste auf das Petrusgrab draufgestellt wird. Und das wird dann sozusagen reinszeniert auch in den Katakomben, wo man den Eucharistieort am Märtyrerbegräbnisort sozusagen anlegt.
aber nicht für die Normalsterblichen, sondern nur, weil man Messe feiern möchte auf dem Märtyrergrab. So möchte ich das beantworten. Gut, vielen Dank. Ich sehe jetzt im Moment keine weiteren Fragen mehr und jetzt ist es auch bald 7:30. Insofern würde ich nochmal, glaube ich, im Namen aller herzlich dem Norbert Zimmermann danken für diesen sehr ausführlichen und anschaulichen Vortrag. Und ich möchte zum Abschluss einfach noch auf unsere nächste Veranstaltung hinweisen, die in genau einer Woche stattfinden wird, am 16., Donnerstag, den 16.09. Und das wird eine Doppelveranstaltung sein, also zwei kürzere Vorträge werden aufeinander folgen. Beide haben Nordafrika zum Thema. Unser Institut ist auch seit einigen Jahren, auch mit einer gewissen Tradition schon, in Nordafrika tätig. Sie sehen hier die Ankündigung. Es wird einmal sprechen Dr. Ralf Bockmann zu dem Thema, wie wurde die punische Metropole am südlichen Mittelmeer der große Widersacher Roms, Karthago, zunächst zur afrikanischen Vorzeigekolonie und später zum frühchristlichen Zentrum. Der Vortrag stellt die urbanistischen Forschungen und die aktuellen Projekte des DAI in der UNESCO-Welterbestätte vor, an der Herr Bockmann natürlich selbst beteiligt ist. Und ebenfalls nach Nordafrika führt uns Frau Dr. Ulla Kreilinger, Neue Sockel im Alten Museum. Da geht es um Cherchell in Algerien. Dieses Museum in Cherchell beherbergt wirklich ganz hervorragende, sehr qualitätvolle späthellenistische und römische Skulpturen. Und der Vortrag bietet einen Einblick in die Planung und Durchführung einzelner Arbeitsschritte im Rahmen der Neuordnung und Neuaufstellung sowie einen virtuellen Rundgang durch das Museum. An allen Terminen, also auch nächste Woche, können Sie sich bereits jetzt mit einem Klick auf die entsprechende Veranstaltung unter Upcoming Livestreams weiter unten auf dieser Seite anmelden. Also auch für die Veranstaltungen dann, die nicht mehr Rom betreffen werden. Während des ganzen Jahres ist das der Fall. Damit würde ich mich auch im Namen von Norbert Zimmermann oder wir beide uns halt aus Rom verabschieden. Und wir danken Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.